Sie können mit WAVI Profi 3 auch Ihre Bonnummer als ERN-Code oder als Codebar ausdrucken. Hierzu habe ich einfach mal 2 bzw. 3 Bons eingescannt, damit Sie das sehen, wie das aussehen könnte. Das heißt, wir haben hier einen ERN-Code, also lauter Strichchen, die einfach die Bonnummer repräsentieren. Das heißt, hier in unseren Strichchen steht einfach die Nummer 4 drin, die Sie dann ganz einfach abscannen könnten. Wie Sie das tun oder was Sie dafür tun müssen, zeige ich Ihnen in diesem Video. Ist gar nicht schlimm. Zuallererst müssen Sie natürlich sagen, ich habe einen Bondrucker. In der Karteikarte Verkauf in den Systemeinstellungen bei Grundeinstellungen können Sie ja wählen, ob Sie einen DIN A4 Drucker verwenden oder einen Bondrucker. Wenn Sie Bondrucker angeklickt haben, können Sie nun auf Hardware klicken und können nun Ihren angeschlossenen Bondrucker auswählen. Hierbei ist bitte zu beachten, wenn Ihr Bondrucker per USB angeschlossen ist, verwenden Sie zu 99,9% einen Druckertreiber. Somit müssen Sie hier sagen Bondrucker mit Windows-Druckertreiber und dann wählen Sie Ihren angeschlossenen Bondrucker aus. Haben Sie die Direktansteuerung, das heißt, haben Sie direkt an den seriellen Port angeschlossen oder über eine serielle PCI-Karte, können Sie sagen, mein Bondrucker hängt an, zum Beispiel COM3. So, dann gibt es wieder diejenigen, die sagen, ja, woher weiß ich das, welchen seriellen Port ich habe. Nur ganz schnell, Sie öffnen den Arbeitsplatz, gehen auf Computer oder bei Windows 8 dieser PC, Rechtsklick, Eigenschaften. Also das ist der einfachste Weg, wohlgemerkt. Dann haben wir das neue Fensterchen da und dann sagen Sie Gerätemanager. Im Gerätemanager sehen Sie ganz oben Anschlüsse COM und LPT und hier sehen Sie Ihre verfügbaren seriellen Ports. In unserem Beispiel haben wir eine serielle PCI-Karte angeschlossen, also reingesteckt, die einfach den COM-Port 3 und 4 emulieren. Und genau an diesen ist auch unser Bondrucker angeschlossen, an COM3. So, jetzt kommen wir zu dem, wie wir sagen, wie drückt man jetzt den Barcode aus? Ganz einfach, Sie gehen auf Einstellungen. Unter Einstellungen sollten Sie hier unten 3 Einträge haben, Barcode Height, Barcode Width und Barcode Print. Dahinter befinden sich komische Dinge, sogenannte Steuerzeichen. Denn über Steuerzeichen können Sie ja jeden x-beliebigen Bondrucker der Welt zum Laufen bringen, vorausgesetzt Sie kennen die Steuerzeichen. Sollte das bei Ihnen nicht drin stehen, wie in unserem Beispiel, gehen Sie einfach auf Standard anzeigen und nun wird Ihnen der Standard angezeigt, den Sie nun ganz einfach übernehmen könnten und schon haben Sie die Informationen hier drin, die Sie brauchen, um einen Barcode auszudrucken. An dieser Stelle, wir holen einfach nochmal das Bildchen her. Upsala, jetzt haben wir es ganz groß gemacht. Das ist natürlich nichts. Ich mache es mal ein bisschen kleiner. So. So, und jetzt haben wir unseren Barcode nochmal da. Barcode Height, das heißt Barcode Höhe, ist klar. Hier im letzten Bereich, hier CHR, also Character 65, sagt nichts anderes. Das ist die Höhe. Klar, wenn Sie das Ganze sagen, hier, ich mache das 165, wird es dementsprechend größer. Oder wenn Sie sagen, ich mache es 130, dann wird es natürlich doppelt so hoch. Wie in unserem Beispiel. Das heißt, wenn unser Beispiel jetzt 1 cm wäre und Sie würden es jetzt doppelt so hoch machen, dann hätten wir es 2 cm hoch. Soweit so klar. Aber 65 ist durchaus eine Größe, die stört nicht auf den Boden, weil warum soll der so hoch sein? Die Weite, hier können Sie auch experimentieren. Die vorhergehenden Zeichen sollten Sie nicht verändern. Das Einzige, was Sie verändern dürfen, ist hier das Character 2. Hier können Sie 1, 0, 3, wie auch immer machen. Und dann könnten Sie einfach auf Übernehmen klicken und das Ganze testen. Aber die Einstellung Character 2 ist für einen 8 cm breiten Bohnen, wie es zu 90% in der Praxis vorkommt, wirklich ideal. Und vor allem der Barcode ist schön groß. Ihr Scanner muss sich nicht anstrengen, das lesen zu können, sondern je größer der Barcode ist, desto einfacher tut sich natürlich Ihr Scanner, um den Barcode einzulesen. Und zu guter Letzt, sagen wir hier übernehmen, müssen Sie in den Systemeinstellungen unter Verkauf bei Bon natürlich auch diese Option aktivieren, Bonnummer als Codebar drucken. Weil wenn Sie diese Option nicht aktiviert haben, sind zwar die Informationen zum Ausdruck eines eventuellen Barcodes hinterlegt, aber Sie wissen ja, in WAVI Profi 3 können Sie alles hinterlegen, aber Sie können es zu einem Zeitpunkt aktivieren, der Ihnen angenehm erscheint oder wo Sie es brauchen. Das heißt, wenn Sie sagen, ab jetzt will ich eine Bonnummer haben, als Codebar, also so als ERN gedruckt, Häkchen setzen und zack, ausdrucken, fertig. Wo Sie auf keinen Fall etwas verändern sollten, ist in den Einstellungen hier bei Barcode Print.
Das heißt, drucke den Barcode aus. Hier sind bestimmte Steuerzeichen notwendig, damit Ihr Bondrucker weiß, aha, jetzt muss ich den Barcode drucken. Und dieses in Klammer, also in Gänsefüßchen und zugleich in Prozent gesetzte, dieser gesetzte Wert, also das heißt Gänsefüßchen, Prozent, Bonnummer, Prozent, Gänsefüßchen, dürfen Sie auf keinen Fall verändern, denn das ist der Platzhalter für Wabi Profi 3, indem er die Bonnummer on the fly, also das heißt beim Aufruf ersetzt. Hier steht dann nicht mehr zum Beispiel dieses Prozent Bonnummer drin, sondern es steht einfach zum Beispiel 1 drin, ne? Oder, also so muss man es halt dann machen. Es steht ja dann hier, wenn es die Bonnummer 1 wäre, dann dieser Wert drin. Und wenn es die Bonnummer 100 wäre oder 150, dann steht es halt 150 drin. So. Das bitte so stehen lassen, wie es ist. Das bitte nicht verändern. Also das heißt Gänsefüßchen, Prozent Bonnummer, Prozent Gänsefüßchen. Denn nur so ist sichergestellt, damit der, also dieser variable Wert, dieser variable Bonnummer auch an der richtigen Stelle mit dem richtigen Zeichen gedruckt wird.